So, hallo. Jetzt auch wieder mit Ton. Ich meine, die letzten Folgen waren ja auch mit Ton, aber diese doofe Folge 107, die eigentlich jetzt 108 geworden ist, die war nicht mit Ton. Da habe ich ordentlich gefailt. Also da habe ich richtig böse gefailt. Da können wir nachher kurz drüber reden. Dann kann ich erklären, wie das passiert ist. Jetzt jedenfalls will ich erstmal hier gucken, was wir an neuen Aufträgen bekommen haben. Dass wir uns da gleich mal orientieren können, was zu tun ist. Also. Muskelaufbau. Genau, die sind neu. Schiebe große Felsen oder Purzelbäume. What? Okay. Das geht wahrscheinlich irgendwie. Was auch immer ein Purzel. Ach so, Purzelbäume. Ja, doch, ich verstehe. Schieben. Ja, okay, ich verstehe. I see. Zerstöre 10 Objekte mit einem einzigen Kamehameha. Okay, da muss ich kleine Sachen suchen, die dann. Okay, ja, I see. Zerstöre mit dem Kamehameha ein kleines Auto. Haben wir auch schon mal gemacht. Phase 1 von 2. Da kommt wahrscheinlich dann noch was Größeres hinterher. Füge Gegnern im Verlauf eines Matches Schaden zu. Also einfach Schaden zufügen. Okay. Einiges davon geht automatisch, aber nicht alles. Und das nächste ist dann wieder in einem Tag. Außerdem müssen wir noch Versus Battle machen und so weiter. Ansonsten ist nichts weiter wichtig. Gute Vibes haben wir durch. Es geht jetzt also nur, wirklich nur noch um die Dragon Ball Aufträge, weil auch täglich bringt nichts mehr. Wir sind XP-technisch ja durch. Und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, ich meine, die wöchentlichen mache ich dann aus Interesse alleine noch. Ach so, und weil man hier, glaube ich, noch was bekommt für die wöchentlichen. Aber ansonsten, die Sterne, die man jetzt hier noch bekommt, ich weiß gar nicht, wofür ich die noch benutzen soll, weil, also wer hat ja alles, ne? Vielleicht kann man noch irgendwas damit machen, keine Ahnung, aber ich wüsste jetzt aktuell nicht, was ich mit den Sternen noch anfangen soll. Gut, wir gehen rein. Wir gehen rein. Also, oder während wir reingehen, erzähle ich einfach kurz, was mit dieser Folge ohne Ton passiert ist. Da hat es scheinbar die OBS-Einstellungen verhunzt, weil die Folge ist auch bei mir auf dem PC ohne Ton. Und weil die ohne Ton war, wollte ich die gar nicht erst hochladen und habe die auch gar nicht dann Folge 107 genannt. So, dann habe ich aber danach das Dragon Ball Event aufgenommen, einen Tag später oder 2 Tage später. Und das war dann halt für mich Folge 107. So. Dann habe ich 107 hochgeladen und habe in dem Zeitpunkt schon wieder vergessen, dass diese andere Folge ohne Ton war. Dann ist mir aber aufgefallen, hä, da ist noch eine Folge, die habe ich nicht hochgeladen. Was ist mit der Folge passiert? Und dann habe ich die halt, ohne sie nochmal anzugucken, hochgeladen, noch auf schnell. Und die dann 108 genannt, mit dem Untertitel, eigentlich wäre das Folge 107 gewesen. Und dann hat halt sofort einer geschrieben, hä, wo Ton? Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ach so, deswegen wollte ich die gar nicht erst hochladen. Jetzt ist sie halt oben. Ich habe jetzt in der Beschreibung geschrieben, wie es passiert ist. Und ja, wurscht. Ist egal. Ich meine, Fortnite gucken so wenige, das juckt jetzt auch nicht. Ist halt ärgerlich, die Folge mit dem UFO war schon recht lustig. Also finde ich, aber naja. So. Wenn wir an eine Kamehameha ran wollen, könnten wir sie uns entweder kaufen. Ja, was soll der Geiz? Oder auf so eine. Das sieht auch super cool aus. Oder auf so eine Kapsel warten, wollte ich noch sagen, aber. Was soll's? Ganz ehrlich, was soll's? Ja, jedenfalls, ich muss halt wieder öfter kontrollieren, na, was ich mit meinem Ton anstelle. Warte, wo war denn das, wo ich jetzt hin wollte? Das war hier gar nicht. Da drüben. Hä, wo war das denn? Ich wollte zu diesem Verkaufsautomaten, aber der war hier. Wo war denn dieser Verkaufsautomat? Scheiße, ich weiß es nicht. Aber ich fürchte, hier ist jetzt schon jemand. Driftdünen. Nee, hier kann ich tatsächlich mich kurz ein bisschen hier. Okay. Ja, hier ist nicht der Verkaufsautomat, den ich eigentlich gesucht habe, aber hier ist ordentlich Stuff. Das ist in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Wunderbar. Das ist doch schon mal was.
bräuchte nur noch so ein bisschen Dings. Na, Schild. Oh shit. Das war schlecht. Ah! Ach, im Verlauf eines Matches. Ah, die 300 muss ich im Verlauf eines Matches machen. Okay. Ergibt Sinn. Oder geht es... Also, das zählt jetzt wahrscheinlich wieder als 0, ne? Schätze ich mal. Wir gehen jedenfalls gleich in die nächste Runde. Das war nicht gut. So, da sind wir schon wieder. So schnell kann es gehen. Hat gerade nicht so gut funktioniert. Aber das war auch gar nicht, wo ich hin wollte. Wo war denn das damals mit dem Verkaufsautomaten? Ich dachte, das war da in der Ecke, aber scheinbar war das nicht da in der Ecke. Gott, wo gehen wir denn hin? Ich meine, jetzt sind ja auch schon viele raus. Gehen wir halt da rein. Oh, wir haben noch keine Kumo-Musik. Moment, ich mach mal ganz schnell, während ich mich hier abseile, mach ich mal ganz schnell Kumo-Musik rein. So. Let's go. Okay. Dann landen wir halt jetzt mal hier. Ich glaube, das ist das Haus mit dem Bären, ne? Wo ich schon ganz oft gestartet bin. Oder ist das weiter drüben? Es ist ja egal. Doch, das könnte schon das sein. Ja, ja, genau. Das ist schon das. Ist hier auf dem Pilz irgendwas drauf? Nee, dann brauchen wir da gar nicht drauf landen. Dann snacken wir uns gleich mal hier eine Waffe. Ah, das ist die blöde automatische Dings. Die will ich doch gar nicht. Oh, aber hier hinten waren wir sonst gar nicht drin. Da ist ja auch nochmal Zeug zum Holen. Das ist gar nicht mal so... Also das ist echt kein schlechter Ort zum Starten. Hier kriegt man ziemlich viel zusammen. Oben ist nochmal die Kiste. So. Kokosnuss? Nein, Kokosnuss. Der Mais nützt mir nichts, weil der macht kein Schild, ne? Ja, ja, der macht nur Kondition. Ah, sehr gut. Schild. Nochmal Schild. Sehr, sehr schön. Waffen. Auch schön. Ich habe jetzt mal dieses alberne... LOL! Das habe ich noch gar nicht gerafft. Das kann man sozusagen als Schild auch nutzen. Oha! Das raffe ich gerade zum ersten Mal, dass wenn man das wirft, dass da so ein Ding draus wird. Das ist ja lustig. Oh, und wir sind dingstechnisch auch schon in der richtigen, ne? Im richtigen Gebiet. Also fast, aber sehr nah dran. Das ist ja sehr unüblich, aber ist in Ordnung, habe ich nichts dagegen. Oh, was haben wir denn da für ein schönes Schwert dabei? Ja, genau den brauche ich. Genau den Kollegen brauche ich. Komm zu mir. Zack. Sehr schön. Ja, Nullpunktfisch nicht so wichtig, aber können wir mal snacken. So. Und hier ist auch so eine Dragon Ball Tafel. Ja, let's go. Zack, rein da. Okay. Dann können wir auch noch kurz quatschen. Hallöchen. So. Dass wir drüber gesprochen haben. Okay, jetzt wird schon ein bisschen besser. Was ist hier noch so? Gibt es überhaupt noch irgendwas außer einer Angel? Was ist das für ein cooles Lied?
Intro von The Dual Test Drive 2. Oh, das ist so ein Autorennspiel, ne? Okay, die ganzen Kapseln sind da oben. Da komme ich jetzt eh nicht mehr hin. Dann kommen wir in der Runde an keine Kamehameha. Zumindest nicht über normales Finden. Zumindest nicht über normales Finden. Aber vielleicht ja über Gegner töten. Na, das könnte denkbar sein. So, was haben wir hier? Oh, nice, nice, nice. Die können wir gleich mal ersetzen. Zack. Sehr schön. Was haben wir hier? Ranger-Sturmgewehr, okay. Oh, wir haben einen gefunden. Jawohl. Ah, perfekt. Grüne Erstschuss, Schrotflinte gleich ersetzen. Wunderbar. So, wo ist mein Gegner? Gar nicht weit weg. Gar nicht weit weg. Let's go. Vielleicht kriegen wir den ja gleich noch. Ich würde mir freuen. Vielleicht kriegen wir den ja sogar. Hoppala. Ja, komm her. Scheint sich aktuell aber eher von uns weg zu begeben, ne? Ja. Ah, das ist allerdings... Naja, wobei, können wir im Moment mal so machen. Vielleicht habe ich ja mal Glück und treffe mal mit dem Ding, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. Das ist der Punkt. So, wo ist der rote Punkt hin? Ah, begibt sich weiter weg. Das ist natürlich ärgerlich. So, Felsen rollen heißt dann einfach, ich gehe hin oder wie und roll die oder was? Gilt es auch mit Tier? Hoppala. Gilt das auch mit Tier? Oder muss ich die als Mensch rollen? Gilt das jetzt als... Oh mein Gott. Wo? Wer? Oh lol, ich hab den nicht gesehen, ne? Ich hab den nicht gesehen. Holy moly. Aber geht das jetzt als Felsenrollen oder was muss ich da tun? Ja, das gilt als Felsenrollen. Nur dass der halt so kaputt geht. Oh Gott, das dauert ja 3 Jahre, bis man das zusammen hat. Ja, wobei, wir haben gleich die 200. Wie der einfach die Pilze auch niedermäht. Weg. Okay. Ja, genau die Hälfte haben wir geschafft. Ist in Ordnung. Aber wir nehmen gleich mal das Auto. So, wo ist unser rotes Ziel im Moment? Der Richtung. Gar nicht so weit weg. Gar nicht so weit weg. Da landet eine Kapsel. Oh Gott, eine Kapsel landet bei dem Ziel. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Die Kapsel fliegt noch ein bisschen weiter. Ist das mein Ziel? Nee, die ist mein Ziel. Die da ist mein Ziel. Yes!
Das war's mir wert. Immerhin haben wir das Versus-Battle mitgenommen. Oh, da kommt so ein Goku an. Ja, das war's mir wert. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Okay. Gleich in die nächste Runde. In die nächste Runde. Abflug. Wir haben Felsen gerollt. Wir haben ein Versus-Battle gewonnen. Passt. So, wir sind gerade ausgestiegen. Und ich wollte gleich zu einem Felsen... War hier nicht irgendwo eine? Da drüben ist einer. Um den Felsen weiterzurollen. Das ist der Plan. Da ist nämlich meistens auch gleich eine Truhe mit dabei. Genau, sehr schön. Und da starten auch sehr wenige. Da können wir gleich mal hier eine Runde... Felsenrollen. Veranstalten. Da drüben landet einer. Wollen wir uns gleich mal mit so einem Goku anlegen? Ist der jetzt hier drin gelandet? Gleich mal hier klären, wer der Boss ist. So. Hat mir aber ganz schön zugesetzt, der Kollege. Oh, hier landet gleich eine Kapsel. Ja doch, eine Kapsel. Freilich Kapsel. Ne, die fliegt noch eine Runde weiter. Ah, ne, da jetzt ist sie hier gelandet. Gar nicht mal bad. Gar nicht mal schlecht. Munition erst noch schnell holen. Hallo. Nimm sie halt mit. Oh, wie mich sowas aufregt, ne? Jetzt. So. Munition, wichtig. Schild. Mehr Schild. Oh, das füllt auch noch Dings mit auf. Sehr gut. Und jetzt mal vorsichtig zur Kapsel begeben. Oh oh. Da will jemand auch noch zur Kapsel, glaube ich. Nein, Virus. Mist. Nein, Virus, die hole ich mir. Wo ist Virus gelandet? Da drüben fliegt er. Ah, das wird nix. Ich glaube, den werde ich verlieren. Ja, jetzt kriege ich nämlich hier ganz andere Probleme. Scheiße. Ah, Virus ist weg wahrscheinlich, ne? Ach, so ein Murks. Na gut. Dann gehen wir kurz zum Feld, zum Schild und aktivieren einmal ein Duell. LOL. Das ist der Typ, ne? Nee, das ist der, der wäre ganz schön weit. Nee, es ist zwar ein Virus-Charakter, aber wahrscheinlich nicht der gleiche. Das wäre aber lustig, wenn es der gleiche wäre. Das wäre sehr lustig. Aber es wird wohl nicht der Fall sein. Das ist der Typ.
Das ist der Typ von gerade. Safe Call ist das der Typ von gerade. Okay. So, mit einem Kamehameha soll ich 10 Sachen gleichzeitig zerstören. Kriegen wir das hier hin? Hier ist ja jede Menge Zeug eigentlich, ne? Eigentlich ist hier ja jede Menge Zeug. Schade. Ich hatte leider keine Energie mehr. Ich habe gedacht, ich probiere es mal noch, aber ich hatte keine Energie mehr. Und ich habe es nicht rechtzeitig gesehen. Ich habe es nicht rechtzeitig gesehen, ich war auf 9. Ja, ärgerliche Momente. Okay. Okay, nächste Runde. So, wir begeben uns wieder auf die Karte. Hat ja gerade gut geklappt mit der Kamehameha. Ich bin da, glaube ich, noch ein bisschen zu fixiert darauf, diese Dinger zu nutzen, aber es ist egal. So, wo starten wir denn? Das Problem ist, wenn ich kein exaktes Ziel habe, dann weiß ich auch nicht so richtig, wo ich starten will und soll und könnte. Gehen wir darüber. Und dann will ich eigentlich immer möglichst weit weg erstmal, so, wo ich meine Ruhe habe. Wir könnten eigentlich jetzt wieder bei dem Felsen starten. Ja, komm, wir starten einfach wieder bei dem Felsen. Ach so, ich dachte jetzt, das ist ein anderer Gleiter. Lol. Aber es ist genau der... Das ist mein Gleiter. Alter, wie der klingt. Okay. Sieht aber nett aus, muss man sagen. Nein, ich wollte es nochmal hauen, damit es zählt als von mir gerollt. So zählt es nämlich nicht als von mir gerollt, nehme ich an. Ist das mit den Dingern eigentlich auch so? Das zählt jetzt nämlich als Schiebe. Ja, so kriegen wir das nämlich ganz schnell zusammen, weil es jetzt alles zählt, ne? Wenn ich die noch ein bisschen schlage und dann draufhau, dann zählt es als Schieb die. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wo ist jetzt der Felsen eigentlich hingerollt? Na, weil da schiebst du nichts mehr. Da ist der Felsen hingerollt. Und damit haben wir's. Jawollo! So. Nom nom nom. Okay. Gut. Jetzt bringen die ganzen Meilenstein-Dinger überhaupt nichts mehr. Also vielleicht bringt es noch was, aber nichts... Nicht, dass ich es fühlen würde aktuell, dass es was bringt. So. Munition. Gut, aber damit haben wir die Rollgeschichte, haben wir damit jetzt komplett erledigt. Na, das haben wir jetzt in einem Wisch aufgedingst. Okay. Dann bleibt hier Kamehameha, kleines Auto, 10 Objekte mit einem Kamehameha und Gegnern. Ach, jetzt sind wir schon in Phase 2 von 3. 600 Schaden in einem Match. Okay. Ah, das deckt sich wieder hoch. Ich verstehe. Das sind wieder verschiedene Phasen. Okay, okay, okay. Alles klar. Und jetzt haben wir hier schon 10 bei 10 Versus Battles mitmachen. Okay, das dauert noch ein bisschen. Und hier nur noch eins gewinnen, dann haben wir das voll. Ansonsten muss ich nur mitmachen. Mitmachen ist leichter als gewinnen.
Merkt euch das. So. Oh, das Auto habe ich wahrscheinlich mit dem Baumstamm so ein bisschen malträtiert. Ist eigentlich eine Kamehameha. Quatsch, eine Kamehameha. Eine Kapsel in der Nähe? Da hinten wäre eine. Aber da komme ich so schnell nicht hin. Nee, das ist okay. Wir sind jetzt ja schon in der Nähe vom Gebiet. Dann bleibt man natürlich hier in der Gegend. Oh, neue Kokosnuss. Sehr gut. Noms, noms, noms. Wunderbar. Weil jetzt zieht sich ja auch gleich schon alles zusammen hier. Zwei Schuss Schrotflinte haben wir schon. Ist auch grün, brauche ich nicht weiter ersetzen. Passt so. Wo ist die? Ach, oben drin wieder, ne? Ja, ja, muss ich oben rein. Genau. Oh! Kampfsturmgewehr. Okay, wir ersetzen die automatische. So. Okay, hier drüben holen wir uns noch schnell einen Versus-Kampf ab. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. Ich mag das. Vor allem das... Hast du eine Farbe, Vogel? Nein, dann brauche ich dich nicht. Vor allem, dass das eben so direkt dann anzeigt, wo die Leute sind. Ne, ansonsten bei den anderen Sachen war es ja mehr so ungefähre Anzeige, aber da ist es ja wirklich exakte Anzeige. Das macht schon ziemlich gut. Ja, und damit sind wir dann auch voll, was unser Schild angeht. Sehr schön. Munition sieht auch ganz gut aus. Okay. Ach, ich habe Q-Move vergessen wieder anzumachen, siehst du? Moment, halt, ich wollte nicht die E-Mails öffnen. Doch, da ist Q-Move. Habe ich zwischendurch einfach ausgemacht und nicht mehr angemacht. Okay. Da drüben geht es auch ein bisschen ab. Ist in Ordnung. Ja, gibt es jetzt irgendwas, was wir tun können, bevor wir auf Gegner treffen? Irgendwie noch so Kleinigkeiten? Ich wüsste nämlich nicht, ehrlich gesagt. Ja, super. DMR können wir mal ersetzen. DMR habe ich mehr, besser, finde ich besser, weil ich da so schön ranzoomen kann. Okay, wir haben einen Gegner. Wo ist die Person? Nicht weit weg. Ist er oder sie das? Doch, das ist er oder sie. Das ist ja lustig. Oh, das war jetzt nicht so ganz, was ich wollte. Sorry. Ich wollte dich nicht angreifen. Ist der auch mit dem Boot gefahren? Das ist er. Nice. Nicht so nice. Wo ist jetzt die Person hin, die ich mich da gerade... Oh nee, ne?
werde ich hier eingekesselt. Nicht gut. Die sollen sich mal schön gegenseitig erstmal lieb haben. So. Wo ist das? Über mir wahrscheinlich. Wer hat ihn da oben erledigt? Okay, dich hole ich mir jetzt so. Schade. Oha. Das war ein ordentlicher Schuss. Der hat auch eine Zweischuss-Schrotflinte. Okay. Ja, es war ein ordentlicher Schuss. Ist in Ordnung. Eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Und dann let's go. So. Letzte Runde für heute. Was heißt für heute, aber für den Part. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, wir müssen jetzt ja nicht mehr... Das müssen wir irgendwann noch machen. Das hier halt. So, mehrere dieser Dinge. Aber wir haben keinen speziellen Ort mehr, ne? So, ja... 600 Schaden in einem Match ist schon ordentlich. Und vor allem, das deckt sich ja noch hoch. Also das wird ja noch mehr mit der Zeit. Ah, zählt aber bestimmt auch wieder mit Wölfen. Das könnte ich wahrscheinlich wieder tricksen. Das könnte man wahrscheinlich wieder tricksen. Komm, wir starten jetzt einfach zum dritten Mal bei dieser Kugel, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. So. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Eine Kapsel könnte sich sogar hierher begeben, wenn wir Glück haben. Müssen wir mal verfolgen. Zumindest hier in die Nähe. Ja. Ja, die bekommen wir sowas von. Okay. Ein Auto zerstören mit einer Kamehameha. Kriegen wir easy hin. So. Haben wir damit auch zufällig 10 Objekte zerstört? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber hier sind jetzt genug Objekte. Das sollte auch funktionieren. Einen Sattelschlepper. Oh, einen Sattelschlepper müssen wir zerstören. Ist hier zufällig einer? Hier ist kein Sattelschlepper, ne? Doch, hier ist einer! Oh mein Gott! Stabil. Dann nehmen wir den doch auch gleich noch auseinander. Kein Problem. Versuch ein bisschen in die Richtung. Vielleicht kann ich noch mehr mitnehmen als den Kollegen.
Oha. Der steht aber auch chillig. Okay. So, und jetzt hätten wir noch 10 Objekte mit dem Kamehameha zerstören. Versuch mal so ein bisschen in die Richtung zu feuern, weil da müsste ich doch richtig viel mitnehmen eigentlich. Waren das 10 Objekte? Scheinbar nicht. Schade. Scheinbar waren das nicht 10 Objekte. Na gut. Oder habe ich die 10 Objekte schon und habe es nicht mitbekommen? Nein. 10 Objekte habe ich nicht erwischt. Mist. Okay. Schlecht gezielt. Eindeutig schlecht gezielt. So, wir könnten noch ein bisschen unser Schild aufladen. Okay. Oh, da liegt noch Geld rum. Ach so, von den Sachen, die ich gerade alles... Nice! Genau sowas haben wir gesucht. Sehr schön. Striker Pumpgun nehmen wir mit. Sehr schön. Okay. Kampfsturmgewehr. Aber wir haben schon das Salvengewehr. Das reicht eigentlich. Das hat auch schon so ein schönes Zoom-Gedingse. Was ich jetzt nur noch mitnehme, auf jeden Fall... Wo ist es hin? Da. Ist das da. Das machen wir mal so. Okay, dann nehmen wir das Auto hier. Das hat noch am wenigsten abbekommen, glaube ich, von der ganzen Geschichte. Und dann können wir eine Runde weiter düsen. Sehr schön. Immerhin ein paar von den Kamehameha-Aufträgen haben wir erledigt. Die anderen. Ich habe schon wieder Kyumo-Musik vergessen. Moment, machen wir gleich. Vielleicht sollte ich es einfach zwischendurch nicht ausschalten. Oh Mann. So. Solange ich nicht vergesse, die Aufnahme zu starten oder nicht auf den Ton achte, ist ja alles gut. Okay, wir testen kurz, ob die Wölfe funktionieren für die Mission mit dem Schaden. Ja! Wir haben jetzt 460 Schaden schon zugefügt. Das funktioniert mit Wölfen. Ich finde das so gut, dass Wölfe als Gegner zählen. Damit kann man so schön durch solche Missionen austricksen. Vor allem, weil diese Mission ja noch eine zweite Stufe, noch eine dritte Stufe bekommen wird. Das heißt, dann kommt wahrscheinlich, ich füge 1000 Schaden zu oder so. Keine Ahnung. Aber wenn man das alles mit Wölfen machen kann, naja gut. Dann ist das halb so wild. Trotzdem werde ich es erstmal mit normalen Gegnern natürlich probieren. Ich wollte nur wissen, ob es grundsätzlich geht. Du bist kein normaler Gegner. Hier oben aufhalten ist eigentlich auch mal ziemlich cool. Oha, da ist eine neue Kapsel. Die landet irgendwo. Okay, Moment, stopp, halt. Ja. I see you. Lass mich kurz nachladen, dann können wir uns kümmern.
Oh, da hat eine aufladbare. Ach komm. Noch einer. Schade. Aber ist in Ordnung. Wir haben die... Ja, wir haben die 600 voll bekommen. Wir haben die 600 voll bekommen. Wunderbar. Dann können wir noch kurz ins Menü und gucken, was der nächste Auftrag ist. Also Stufe 3 dann. Und alles andere ergibt sich dann von selbst. Ja, gucken wir noch kurz ins Menü zurück und schauen uns die Essenz des heutigen Tags an. Und dann lasse ich es auch für heute und mache erst morgen weiter, weil dann sind die nächsten Dragon Ball Aufträge auch da. Dragon Ball Radar auf dem Rücken. Schön. Und ein Level Up, was mir nichts mehr bringt. Sehr gut. So. Genau. Ja. Ach so, hier wollte ich rein. Also das, wie gesagt, das geht automatisch. Immer mal wieder sammeln. Läuft. Immer mal wieder bei Matches mitmachen. Läuft auch. Das muss ich halt gezielt machen. Ne? 10 Objekte mit einem Kamehameha. Und jetzt haben wir... Es ist 1000, wie ich es gesagt habe. Es ist 1000. Und das hier kommt in einem Tag. Ja. Beweglichkeitstraining. Das hier kommt in 2 Tagen und so weiter. Vielleicht lasse ich auch mal einen Tag jetzt aus und habe dann gleich 2 Sachen zu tun. Wäre auch eine Idee. Und wöchentlich geht, glaube ich, auch in 2 Tagen weiter. Ja, okay. Gut, dann reicht's erstmal wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.